Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht zu schwer für das Ding bin. Das ist für alle Typen ausgelegt. Das passt schon. Ah, ich bin zu schwer. Mann, ich bin zu schwer. Ich bin zu schwer, Mr. Quagmire. Ich bin zu schwer. Ich bin zu schwer, Glenn. Ich bin zu schwer. Ich bin zu schwer. Ich bin zu schwer. Hallo, Franzosen. Ein gut aussehender, depressiver Raucher allein reicht nicht für einen Film. Und eure Sirenen klingen wie Schwule, wenn sie einen Dreier machen. Meine Menschen-Plattmachmaschine. Sie macht jeden Menschen platt. Steigen Sie ein, fahren Sie auf einen Menschen zu und machen Sie ihn platt. Könnte man sie auch nur dazu verwenden, von einem Ort zum anderen zu fahren? Dafür ist sie nicht gebaut. Es ist eine Menschen-Plattmachmaschine. Aber man könnte sie so verwenden. Ja, man könnte auch die Mona Lisa als Schneidebrett verwenden. Gott! Warum ist in der Wand da kein Loch? Das Ding da nervt mich brutal. Dann mache ich mal einen Abgang. Wenn du schon einsamer Loser bist, dann kannst du es wenigstens genießen. Moment, was mache ich da? Schokolade ist giftig für Hunde. Ich höre lieber auf, oder? Blöde Frage, du weißt gar nicht, wer meine Freunde sind. Klar weiß ich das. Super Mario? Ron Weasley? Und der Seestern aus SpongeBob? Da hast du noch mal Glück gehabt. Ja, Sir, alles ist sehr teuer hier, weil Sie es auf einem iPad bezahlen. Bitte wählen Sie jetzt Ihr Trinkgeld. Sie haben die Optionen 60%, 90% und 200%. Ich denke 60%. Okay, gut. Nun unterzeichnen Sie, indem Sie mit dem bloßen Finger über das Ding wischen, mit dem ich masturbiere. Okay. Danke. Hauen Sie sich nun den Kopf an dem zu tief hängenden Ding an. Was meinen Sie? Nein, werden wir nicht. Eine überraschende Wendung der Dinge. Griffin verspeist sein ganzes Menü. Er wird nichts servieren können. Och, das Ding ist mega. Laut Automagazin ist das der beste Wagen, um vor dem Zebrastreifen krasse die Eisen zu steigen, während du eine Nachricht schreibst. Und stell dir vor, es ist dasselbe Modell, in dem Reese Witherspoon ihren Ehemann anschreit. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich konnte dir deinen Traum einfach Herzinfarkt nicht wegnehmen. Du Minischlaganfall hast wahres Herzinfarkt-Talent. Du Herzinfarkt verdienst die Show. Großer Schlaganfall nicht. Mann, ja, das nervt mich auch. Ich kann's langsam wirklich nicht mehr hören. Peter, benutzt meinen Föhn nicht, um dir deinen Anus zu trocknen. Ja, oder Chris, hör auf, Bienen einzufrieren, bis sie einschlafen und ihnen dann kleine Leinen anzukleben. Nee, total. Gott, ich kann gar nicht glauben, dass dir das auch auffällt. Oh. Das sind Hilary Swank und Gary Busey. Florence Griffith Joyner und Stephen Hawking. Gut, ich glaube, das reicht. Ich hab noch witzige. Hier, mein kleiner Freund, es gibt was zu fressen. Das hatte ich immer schon mal vor. Oh, hier sind die Beuteltiere. Peter, verdammt nochmal, was machst du da? Sieh mal, Lois, ich bin Roo. Komm mal, beobachten wir Pooh, wie er die Bienen aus ihrem Bienenstock raustrickst, indem er so tut, als wäre eine Regenwolke. Chad. Und wir sind zusammen. Wir lieben uns sehr. Wir haben es uns gesagt und so. Helft ihr mir? Wo hast du die her? Die habe ich von einem Forscher gentechnisch manipulieren lassen. Fliegt, schöne Schildkrötentauben, bringt Weihnachtsfreude zu allen. Raus, wir fallen den Rest von Weihnachten draußen. Raus, raus, raus!